Die Waffenkammer ist eine unabhängige Station, also kein Problem. Aber die Roten sind was anderes. Sie bauen eine neue Gesellschaft auf. Einen richtigen Polizeistaat mit Leuten, die Informationen über Nachbarn melden. Mhm. In der Waffenkammer solltest du nach einem Bekannten von mir schauen. André, der Waffenschmied. Erwähne meinen Namen, dann wird er dir helfen. Was ist denn? Oh, wow. Ein Friedhof. Ein Schrein der Hoffnung. Selbst in diesen Zeiten können wir nicht die Dinge aufgeben, die uns menschlich machen. Ist doch echt kacke, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier sind schon verschiedene Bilder, aber 7 mal dieser kleine Kevin. Finde ich nicht gut. Da ist ein Gangbang für mich. Du bist ja echt. Firma dankt. Das ist mein Weg. Das wär's. Rein da. Keine letzten Worte noch? Dem ja einen Flash geben vielleicht? Okay. Ich gehe ja schon. Denk dran. Alles hängt von dir ab. Von dir allein. Ich gebe mein Bestes. Bis zu unserem nächsten Treffen, Artyom. Hoffentlich ist das nicht zu bald, denn ich habe nicht vorher wieder herzukommen. In der Waffenkammerstation wurden die meisten Waffen der Metro gebaut. Darüber lag früher eine Waffenfabrik und nach dem Atomschlag siedelten die Arbeiter sich hier an. Ich suchte nach André, dem Waffenschmied, aber er fand mich zuerst. Spoiler, schon wieder. Ist das hier schon die Station? Oder muss ich jetzt noch hier durch so einen Tunnel? Ich glaube ja eher letzteres. Ja, ich habe verstanden, alles radioaktiv giftig, alles tötet mich. Ich kann keine Waffen rausholen, wir sind in der Station. Oder? Und Licht bitte, Kamera und Action. Wer ist da? Nicht bewegen. Hey, alles gut. Es ist ein Mensch. Mach das Licht aus. Nun, du siehst nach einem Menschen aus. Das ist es, was zählt. Komm herein, wir sind eine freie Station. Hallo. Sei vorsichtig, Junge. Unsere freie Station steht unter dem wachsamen Blick der Roten. Verfolgungswahn heißt das neue Spiel hier. Also bleib unter dem Radar. Verstanden? Alles klar, Chef. Sie ist ziemlich alt. Nur ein gut gemeinter Rat. Ja, ich hab verstanden. Ist okay, danke. Achtung, Achtung! In der Waffenkammer wird derzeit eine Ausweiskontrolle durchgeführt. Bitte bleiben Sie bei Ihren registrierten Wohnstätten und unterstützen Sie die Gesetzesvertreter bei ihrer Arbeit. Seien Sie aufmerksam, Genossen. Der Feind schläft nie. Ja, das fängt ja schon mal gut zur an. Wand. Dies ist eine Inspektion. Aber nicht doch. Ich bin doch nicht vom anderen Ufer. Lass den Quatsch. Bereit machen zur Inspektion. Dafür bin ich immer bereit. Herr Doktor, könnten Sie auch meine Prostata untersuchen? Mein Pipi leuchtet so seltsam. Muss wohl die Strahlung sein. Kümmere dich um deinen eigenen Krieg. Metro-Bewohner. Dann treten Sie doch dahin, wo Sie... Was bringt das? Sie kennen jeden und haben alles gesehen. Aha. Habe ich in jede Tür geklopft im Spiel, oder was? Ganz schön schlapp. Kriegen Sie nicht genug zu essen? Der ist ein echter Komiker. Davon sieht man nicht viele. Dann probier mal das hier, du Knallkopf. Psst. Ruhe. Und wer bist du? Der Freund dieses Komikers? Hände ausstrecken. Du bist verhaftet. Ich hab doch gar nichts. Sch-
Schon gut, schon gut. Ich komme auch so mit. Oh fuck, toll, 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 danke. Oh Mann. Autsch. Wow, wow, wow. Alle Flaschen zu schaffen. Gut, dass keiner von hinten kommt. Oh fuck. Konnte schon mal schneller laufen. Oh, das war knapp. Und ihn haben sie jetzt erschossen, oder was? Oh Mann. Halt, du Mistkerl! Wenn es in dieser Welt noch einen Gott gibt, war er an diesem Tag bei mir. Ich wurde von Kahns Freund gerettet, André dem Schmied. Und er wurde mein Ticket raus aus der Station der Kommunisten. Der einzige Weg. Marschfreie Station. Über ein gottverdammtes Schlachtfeld. Die Front zwischen den Faschisten und den Rotten. Du brauchst eine Verkleidung. Nimm diese Overalls und ziehe sie über deine Sachen. Die Roten suchen Freiwillige, um die Befestigungen der Faschisten zu stürmen. Sie wollen gerade einen Zug voll mit neuen Rekruten direkt ins Gefecht schicken. Aber du wirst unangekündigt mitfahren. Nicht gerade erster Klasse, aber du musst auch nicht mit deinem Blut bezahlen. Sobald der Zug an der Streckensperre vorbei ist, bist du auf dich selbst gestellt. Sehr hilfreich, dieser Mann. Ich verstehe nicht, warum ich so einen Pfeil nach unten auf der Waffe habe, aber gut. So viel verschiedene Munition. Nur für autorisiertes Personal. Oh, kann man gar nicht ausmachen, das verstehe ich nicht. Es heißt, jemand ist in die Station der Roten eingedrungen. Der Dienst ist alarmiert. Der Typ wird also keinen Tag dort überleben. Unsere Sicherheit ist nur für autorisiertes Personal. Diese Station wimmelt es von Spionen, die terroristische Handlungen. Medipacks, Filter, Messer, Filter. Heilmittel für alles. Sind immer nützlich. Wo sind denn die Filter? Probleme beseitigt. Wie Sie wollen. Die beste Waffe der Welt. Sehr empfehlenswert. Sniperpistole. Also Ihre Waffe ist bestimmt besser. Aber wenn Sie unbedingt wollen. Also Ihre Waffe ist bestimmt besser. Aber wenn Sie unbedingt wollen. Dies ultimative Revolver-Modifikation. Werfen Sie Ihren Schrott weg. Der ist für Babys. Ja, komm, nimm er mit. Abgemacht. Wie Sie wollen. Unsere Läden. Ausgezeichnete Waffe. Gute Waffe. Definitiv besser als Ihre. Der Zug fährt pünktlich ab. Dieses Scharfschütze. Nicht auf dich. Dieses Ding ist fünfmal besser als Ihre Spielzeugwaffe. Ja, ja, ja. Die beste Waffe der Welt. Meins. Sehr schön. Wie auch immer. Gab's hier nicht noch einen Munitionstauscher? Sowas finden Sie nicht nochmal. Widerstandsfähiger gegen Schaden. Schwerer Anzug. Toll. Wie auch immer. Hätte man mir das mal früher sagen können? Verkauf und Ankauf. Verkauf. Dieses Kaliber haben Sie nicht. Dieses Kaliber haben Sie nicht. Habe ich das nicht, nein? Ich komme nie auf 100 noch. Nee, das kannst du knicken. Das ist ja nicht alle meine Munition verkaufe. Super. Aber dafür habe ich jetzt super Waffen. Das ist doch schon mal was. Falsche Taste. Oh, ich habe noch mal eine Idee. Sie haben genau die gleiche. Soll das ein Scherz sein? Ich muss erst mal gucken, ob ich noch mal in sein Zimmer komme. Dann können wir nämlich ein bisschen tricksen.
dann schaffe ich das. Ja, ja, ich bin hier jetzt der harte Verhandler und so. Hier war sein Zimmer, ne? Schade. Sehr schade. Da hätte ich getrickst mit meiner Elektrokanone. Der hat ja auch da eine liegen. Dann hätte ich meine verkauft für eine billigere und dann... Ah, die Rüstung hätte ich schon gern, auch wenn die Grafik Bugs aufweist. Was verkaufst du? Ein Einzelstück. Fast leise. Aha. Wie auch immer. Tannenzug oder schwere Panzerung. Schwere Panzerung wäre schon richtig geil, ne? Ist okay, Jungs. Er gehört zu uns. Na los, spring in das Loch. Sprung! Adio. Oh, wirklich? Ach ja, stimmt. Ja, doch wirklich. Krasser Scheiß. Ich bin im Loch. Starten. Anfang. Beginn. Level up. Ich will wieder raus. Oh, doch nicht. Und da ist mein Einstieg. Nee. Siehst du dieses Gepäck? Ich versuch's. Das geht wirklich nicht. Ah. Und da haben wir sogar ein Büchlein. Also, was meint ihr, Leute? Gehen wir, ja? Hey, Andrei, ist es wirklich sicher da drin? Ich möchte nicht, dass er auf die Schienen fällt. Also, das ist keine erste Klasse. Aber er ist so gut wie tot, wenn er hier bleibt. Er würde direkt zur Lubjanka wandern. Und das ist eine Einbahnstraße. Na, finde ich nicht witzig. Oh, lesen wir mal ein bisschen Buch. Okay, Blätter. Aufladen. Mann, der hat gute Rüstung. Alles okay. Jetzt liegt es an dir. Viel Glück. Danke. Aber die schwere Panzerung hätte ich schon gerne gehabt. Sergei Sergejewitsch. Ich habe hier einen Jungen, der gerne kämpfen möchte. Was für ein Klischeename. Nach jungen Leuten, die unsere kommunistischen Ideale zu schätzen wissen. Nun gut, Junge. Du bekommst gleich Waffe und Uniform. Und jetzt auf den Zug mit dir. Ohne, dass er auch nur ein Wort sagen musste. Dann hätte er zurückschießen können. Zivilisten ist es nicht. Lass dich wirklich wollen. Truppenzüge ohne schriftlichen Befehl des Kommissars zu beschreiben. Versuche, einen Militärzug mit gefälschten Papieren oder durch Bestechung oder anderweitige Möglichkeiten zu besteigen, werden mit Haftstrafen wegen Verrats geahndet. Alle Mann die Plätze einnehmen! Ich habe gleich Füße vorm Gesicht. Ja, du hast es gut, mein Freund. Ich frage mich ja, warum sie zwischen den. Warum sie diese Kufe in der Mitte gemacht haben. Wozu? Oder ist das in. Der Zug ist bereit zur Abfahrt. Russland wirklich so? Alle Soldaten mit Marschbefehl sofort aufsteigen. Finde ich ein bisschen komisch, weil dadurch kann man ja nicht den. No. Dem der Zug abgefahren ist, wird wegen Desertation erschossen. Warum bist du in die Armee eingetreten? Ich bin meinen politischen Ansichten gefolgt. Also, ich bin wegen der Monette hier. Die Schienen bleiben nicht gleich. Geh zur Armee, haben sie gesagt. Schau dir die Welt an, haben sie gesagt. Mein Vater war Soldat in der Roten Armee und sein Vater auch. Ist Familientradition. Dann sag mir mal, Lev, ob es auch Tradition bei euch ist, Arme und Beine auf dem Schlachtfeld zu lassen. Sie waren glücklich, diese Opfer bringen zu können. Klar. Hier sind sie wieder normal. Betrunkene und Narren sind auch glücklich. Da ist eine schwarze Kapsel in meinem Munitionsbeutel. Was ist das? Ein Antibiotikum? Nein, das ist Cyanid. Für den Fall, dass der Feind dich gefangen nimmt. Was? Aber Gott verbietet Selbstmord. Ich würde direkt in die Hölle wandern. Hör zu, Altarjunge. Ein Gefangener der Faschisten wandert sowieso in die Hölle. Glaub mir, mit der Pille geht das schneller. Ich könnte mir niemals selbst das Leben nehmen. Dann gib mir deine Kapsel.
Ich würde lieber zwei schlucken, anstatt in einem ihrer Lager zu verrecken. Selbst die Apokalypse hat uns nicht davon abgehalten, uns wegen Ideologien gegenseitig umzulegen. Ich bin dabei, durch die Front zwischen Faschisten und Kommunisten zu gehen. Früher haben die schon mal Krieg geführt und die Faschisten haben verloren. Und wir sind fast bei der Police. Noch 2-3 Stationen vielleicht. Das ist super. Aber wir machen hier Schluss. Ist wieder eine Stunde rum. Aufnahme ist vorbei. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zusehen und dann sehen wir uns wie immer beim nächsten Mal. Let's Play Metro 2033. Also, tschüss Leute.